Seltsames Werkzeug. Kann ich damit vielleicht den Typen zappen? It's a very strange looking tool. I'm sure it has a very important. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Nutze das mit Podium. It doesn't seem to fit that. I'm sure. Okay, so geht's schon mal nicht weiter. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. So, dann haben wir mit Dolores. Was hat sie nochmal für Aufgaben? Alle wollen sie den Schlüssel haben. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Das kriegen wir raus irgendwie. So, jetzt gehe ich mit ihr nochmal runter zum Anwalt. Gedöns. Vielleicht kommen wir so weiter. Möglicherweise. Passte gerade fast im Takt, das Gebinge. Hallo, Ron Gilbert. Gary Winnick? Das war doch von Ron Gilbert. Oh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Oh, cutting-edge computer technology. It's a puzzle dependency chart. The secret to adventure game design. So. He's Corey! And he's Corey! And not to be a rude ransom, but we're trying to get into character for the look-alike contest. Yeah, so get out of here! Good one, Corey. For a moment, I thought you were Ransom the Clown. Oh mein Gott. Ransom the Brown. So. It's a can of Poopsie. Poopsie. Whoop whoop. It's turned on. No. Testing. 1, 2, 3, 4. Super Röhre. Pizzaflyer. Nutze Pizzaflyer mit Röhre. That isn't going to work. Rede Chucks Tagebuch. Nee, geht gar nicht. Pass auf, dann gehen wir nochmal zu der Anwalt. Der stellt sich nämlich Anwalt. Und pinkelt. Hier. Do you need some cosplay advice? Oh, hi Dolores. What brings you back to Thimbleweed Park? Ich müsste mal von dir ein Testament verlesen haben. Sie sind doch Experte für Cosplay. Are you an expert on cosplay as well? Just the legalities of cosplay. It's a fascinating intellectual property question. By cosplaying, you appear to represent the company, so their trademark... That's okay. I don't need to know the details. How else can I help you, Dolores? Ich muss Onkel Chucks Testament lesen. I need you to read Uncle Chuck's will. Chuck never paid me to read his will. My fee was $15,000 and I didn't see a cent of that money. I'm sure he must have paid you. It's not like Uncle Chuck to forget something like that. Unless I see proof, I won't believe it. How else can I help you, Dolores? Bye. See you later, Dolores. Das ist auch nett, das hinterher einfach zu sagen, nö, der hat mich nie bezahlt. Mach ich nicht. Ja. Das hier? What good is a check stub? It doesn't prove anything. I'd need the actual canceled check as proof. It's the stub of a check that was made out to an attorney, Brant Balowick. Payment in full for will and reading. Ein Checkabschnitt. Was sagt er nochmal? Do you need some cosplay advice? Oh, hi Dolores. What brings you back to Thimbleweed Park? Bye. See you later, Dolores. So, gib mir das nochmal. Was sagt er nochmal? What good is a check stub? It doesn't prove anything. I'd need the actual canceled check as proof. Den Rest. Dafür muss ich wahrscheinlich in die Bank, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Dann. I wonder what the guest is up to now. Dieser alte Drecksack. So, wir gehen mal. Gehen wir denn hin? Zur Bank. Hauptstraße. War das hier die Bank? Ja, guck mal. Safely First Savings Bank. Bankprospekt.
It's a promotional bank flyer. Okay. Open an account today and get a free toaster. Ja, super. Und der Tresor direkt hier hinter. Das ist perfekt. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? It's the key to my uncle's factory. I just need to check things out. Miss Edmund, we take our trusteeship job seriously here. You know the factory is in probate. Are you coming on to me? These obscene phone calls are getting annoying. It's a small wooden animal figurine. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? I just wanted to take a look at your paperweight. That paperweight means a lot to me. It was a special gift from... Well, it was a special gift. Feel free to look at it without touching. Kann er gleich mal aufniesen. How can I help, Miss Edmund? So, können Sie mir diesen Abschnitt von einem Scheck helfen? Bla bla bla. Can you help me with this check stub? Oh yes, this handwriting brings back a flood of memories. Too bad about Mr. Edmund. He was such a wonderful man. Excuse me. I'm sorry. How can I help you? I need a copy of the check that goes with the stub. Yes, I believe I kept all of Mr. Edmund's canceled checks right here. Here it is. Thank you. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Okay, das war jetzt eigentlich schon fast zu einfach. So, dann... Warte mal, ich will mal... War das B-Street? Nee. Kommen wir mal wieder durcheinander. Aus dem Bezirk der Stadt. Genau, hier will ich nochmal hin. Ich möchte nämlich, dass Sie langsam auch mal... Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? So, auch mal so eine Karte kriegt, oder sind wir sonst ein bisschen lästig. Auf Dauer. So, jetzt haben wir den Check. Dann wird der Typ jetzt auch wahrscheinlich endlich mit uns arbeiten wollen. Der alte Wicht. Mist Peter hier. Miese Peter meine ich. Mistsack. Hier. Gib. So. I have a canceled check for you. It clearly says that you were paid by Uncle Chuck to read the will. That it does. My apologies. I'll go to the Mansion right away. Das will ich aber hoffen, du alter Wicht. Verbrecher. Ist ja fürchterlich, so ein Typ. Shut up in there! So, dann geht's zum Mansion. Wuhu. Wuhu. Mansion. Der letzte Wille des Vaters, des Opas, meine ich. Dig in! I see we are all here now. Excellent. Before we can proceed with the reading of the will, Chuck Edmund has three stipulations. 1. Thimbleberry pie must be served to all present. 2. The reading of the will must take place in Chuck's opulent tomb. 3. Crack the encryption on this will. Let me see that. Oh, it's all ones and zeros. Dolores, you figure it out. It is all ones and zeros. Clearly, it's in binary. Uncle Chuck was being clever. Maybe too clever. Okay. So, besorge, was entschlüssele Chucks Testament, war sogar ein Thimbleberry-Kuchen, gelange in Chucks Gruft. Gut, der Thimbleberry-Kuchen. Vielleicht kann den... Warte mal, Thimbleberry Cake. Well, well, well. So, this is all in binary. Should be easy to write a program to convert it to ASCII, so I can read the will. Ja, können wir ja was ja machen, aber. Aber wenn dann auch richtig hier jetzt. So, das mit das. Do it, baby. This isn't working. I'm going to need a pretty powerful programming language to decrypt this will. Natürlich. Ist schon klar. Nee, ist schon klar. Es liegt immer in der Programmiersprache, natürlich. Ach. Ach ja. Naja. So, vielleicht sollten wir... Mal hier schauen, ob hier noch was Schönes zu finden ist. Vielleicht kann auch der uns helfen.
der Roboterkopf. Too bad Uncle Chuck never finished working on him. Stimmt. Na, guck mal hier, nimm das mal. Aha, siehst du mal, da hat doch gerade was geblinkt. Fingerprint Readertron. It's a fingerprint reader to open the safe. It only works for Uncle Chuck. It's a key. Hmm. It says office on it. Okay. It doesn't work in that. It's a fingerprint reader to open the safe. It only I knew it wouldn't work for me. So, wo kriegen wir jetzt einen Finger von dem Opa her, von dem Onkel? Das wird ja schwierig, hätte ich gesagt. Ich meine, wir können in die Gruft, wir könnten ihn dann, was ist das denn? Den Finger abschneiden mit der Rosenschere. Was ist das denn? It says Philip's dangerous device and it has a red button and a speaker on it. I don't think I should use this. It says it's dangerous. It doesn't work in that. Philip's dangerous device finde ich cool. Will ich haben. Öffne. Nothing in here but broken Tron 3000 vacuum tubes. Nothing in here but broken Tron 3000 vacuum tubes. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. Ja, für dich vielleicht nicht. Was gibt's hier sonst noch? Ein Bett. Schachtel. Die Röhre. Wir haben noch diese Nutze, die mit dieser kriegen wir doch wenigstens noch eine Röhre extra. Zack, haben wir noch eine Röhre. Nutze das mit. Not much I can do with a burned out vacuum tube. It's a TX1138 tube, all fresh and shiny. Shiny Popreini. Oh, warte mal. I don't want to do that. It would make it look red. I don't want to do that. It would make it look red. Dann eben nicht. So, sie braucht eine bessere Programmiersprache, sagt sie, ja? Thimbleberry-Kuchen, wo kriegen wir den wohl her? So. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 Library. I don't need to find any books now. Wieso nicht? Irgendwas mit Kryptographie vielleicht. Bessere Programmiersprache. Wir können doch mal. Pass mal auf, wir gehen mal hier hoch. I'm at the staircase. Should I use it? Du sollst einfach hochgehen. So, ganz nach links, da waren noch die Programmierbücher. Encryption for Dummies. So. Write a function to use ROT13 method to decode a string. Try with the following sentences. Bla 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 bla. Okay, könnten wir jetzt alles machen, aber das ist mir zu blöd. Was ist das, Otter? Sea Otter, Complete Guide. The Toilet Computer. Okay. Schade. Ja, okay. Das wird nichts nützen.
Aber vielleicht können wir das nicht machen. Vielleicht kann der Gary Winnick hat doch hier diese im Hotel. Der hat doch den Supercomputer stehen. Und der hat ja auch die Programmiersprache von Mucus Flam. Vielleicht kann der uns das ja entschlüsseln. Wenn wir es selber nicht können. The door to them. Jetzt ist der David Fox. Oh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Pew, pew, pew! It doesn't work with that. Warum nicht? Mist. This is all in binary. Should be easy to write a program to convert it to ASCII, so I can read the will. Weißt du, da sagt sie noch, sollte nicht so schwierig sein. Und da hat sie nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wie sie es machen soll. Da halt doch einen Sappel, du Vogel. Programmiersprache ist nicht schuld. Deine mangelnden Programmierskills sind schuld, Mädel. Vielleicht können wir irgendwas zappen? Ach, das Device. Device. Philips Dangerous Device. Device, finde ich sehr gut. Graphics Basic, the powerful programming language. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Now beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming expert. Sounds perfect. Jetzt kam gerade der Chip aus dem Chat, dass wir diese Basic-Programmiersprache haben. Das stimmt natürlich. While Graphics Basic is pretty amazing, I can't use it in that. Okay. Wir können es ja trotzdem mal versuchen. Open an account today and get a free... Ein Toaster. Ich wüsste nicht, wofür ich einen Toaster brauche. Versuchen es trotzdem nochmal. Vielleicht klappt es ja doch. So hoch, hoch. Dann also nutze Super Basic hier mit. My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. War es das vorher noch nicht, oder wie? Ich dachte, das wäre es schon, okay. So, jetzt kannst du es also. It's working. Whoever created Graphics Basic has a brilliant career ahead of them. Okay, vielen Dank für den Tipp. Ja. Das hat dich jetzt bestimmt ein bisschen weitergebracht. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Maybe if I could remember Uncle Chuck's lucky number. He used it to win the lottery a few years back. Welches war denn das nochmal? 32? Das war doch, sehen wir doch hier, War das B Street oder A Street? Wir suchen uns mal B Street. It's out of order. The coin slot is filled with glue. The button, it's out of order. But how is it ringing? Was? It's out of order. But how is it ringing? Das wüsste ich auch sehr gern. Die Alien Mindbenders runter, pass mal auf. I really don't think I should use this. Okay, dann ist das vielleicht doch nicht hier, sondern. It's the map? Sondern vielleicht dann A Street? Nickel News, genau. Da.
31 war es, okay. So. Zurück ins Menschen. Die kann richtig schnell rennen, guck dir das an. Ich finde das ja so gut gemacht, dass du wirklich dann schnell laufen kannst. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Let's see. I decoded it from binary and got a bunch of hex numbers. Knowing Uncle Chuck, he would have encrypted the will using the unbreakable exclusive ore and using his lucky number as the key. Okay, here goes. Es ist wahrscheinlich eine Zahl kleiner als 100. Sie muss ungerade sein. Sie endet wahrscheinlich auf 1. Und sie beginnt wahrscheinlich mit einer geraden Ziffer, mit einer ungeraden Ziffer. Sie beginnt wahrscheinlich mit einer 3. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. I'll just bitwise and them away. I did it. Oha, pass mal auf hier. Ich, Charles Edmund, erkläre bei klarem Verstand und gesundem Körper meinen letzten Willen und Testament, alle vorherigen ersetzend. Ich erkläre, dass ich diesen letzten Willen aus eigener Kraft formuliere, ohne von anderen Menschen bedroht oder unter Druck gesetzt worden zu sein. Ich bin frei. Ich erkläre, dass ich keinerlei Kinder habe, weder selbst gezeugt noch adoptiert. Ich habe einen Bruder, Franklin, zwei Töchter. Mit zwei Töchtern, Lenore und Dolores. Ich erkläre hiermit Brent Ballywick, JD, als mein Vollstrecker meines Testaments und weise an, dass er alleine den Willen des Testaments durchsetzen soll. Dieses Testament wird unter der Gerichtsbarkeit von Thimbleweed County eröffnet und alle Forderungen und Änderungen beziehen sich auf die Gesetze im Jahre 1987. I did it. It's totally decoded now. I'll give it back to Mr. Ballywick. Okay, dann Ballywicken wir mal. So, wir brauchen aber noch den Thimblekuchen. Here's the decoded will, Mr. Ballywick. Let me see. You've done it, Dolores. One of Chuck's three stipulations is now fulfilled. The will is decoded. We still need a thimbleberry pie, and then we'll meet inside Chuck's opulent tomb. Okay. Das klingt total hervorragend. So, wir müssen noch Zimbelbeerenkuchen kriegen. Zimbelbeer, Zimbelbeer. Haben wir den vielleicht noch im Kühlschrank? Nein. Schade. Okay. Junge, was stimmt eigentlich nicht mit dir, mein Besser? Diggin! Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the entryway. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. You're doing a good job. Ta, Dolores! Okay, was auch immer. In die Gruft. Geh mal ganz kurz in die Gruft. Gruft, Gruft, Gruft. Grufti. Grufti, Gruft, Gruft. Da kommen wir vielleicht rein, wenn wir. Vielleicht ist da die Fernbedienung für. Möglicherweise. Vielleicht aber auch nicht. The heavy wrought iron gate to Uncle Chuck's tomb is closed, but I see a switch inside. Maybe I should save the game first. Okay. Okay, I'm pushing it. Oh oh. Oh. Ah, wie geil ist das denn?
Mm-hmm.